So, meine Freunde, und zu guter Letzt möchte ich auch noch mal ein letztes Mal über die Navigation mit euch reden, denn es ist einfach super wichtig, dass man seine User intuitiv durch seine Benutzeroberfläche durchguidet und ihnen möglichst viele Optionen gibt, das möglichst custom zu machen. Und aus diesem Grund möchte ich euch heute unten die Navigationsleiste vorstellen, die wir ja teilweise schon kennengelernt haben. Ihr erinnert euch vielleicht an dieses wunderschöne Ding hier mit dem Draw-Example. Ich will es mal ganz kurz zeigen. Und zwar hatten wir hier diese Navigationsleiste hier, die ja auch ganz gut war. Aber es gibt noch eine zweite Art der Navigationsleiste für unten. Und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. So, wo hört der Body auf? Da hört das Scaffold auf. Das heißt, hier oben. Okay, was wir hier noch reinpacken können, ist unsere Bottom Navigation Bar. Das wird mir schon direkt vorgeschlagen. Und hier kann ich trotzdem noch einmal was machen. Und zwar, ich kann mir hier unten eine komplette App Bar reinschreiben. Das heißt, ich kann mir hier einfach sagen, Bodenstrich My App Bar, ja, und kann mir hier einfach angeben, wo oder wie ich das Ganze eigentlich haben möchte. Das heißt, ich kann mir hier das Ganze sogar ein separates Widget auslagern, sollte klar sein. Aber ich habe hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und zwar, also im Endeffekt dieselben Möglichkeiten wie bei einer normalen App-Bar. Wir machen es jetzt mal als Status Widget hier unten. Und als Status Widget muss es selbstverständlich noch einmal diesen Override hier definieren. Und ja, wie machen wir den? Nun, wir sagen jetzt hier unsere App-Bar, wir returnen, Achtung, eine Bottom App-Bar. Diese Bottom-App-Bar enthält natürlich jetzt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ihr erinnert euch vielleicht an das Drawer-Example, wo wir eine Bottom-Navigation-Bar erstellt haben mit Bottom-Navigation-Bar-Items. Und ja, das kann man durchaus so machen. Wir haben jetzt hier allerdings eine Bottom-App-Bar. Also es gibt ja mehrere Dinge bei Bottom. Ja, wir haben Bottom-Navigation-Bar und wir haben Bottom-App-Bar. Und die unterscheiden sich halt immer. Das heißt, was wir jetzt hier haben, ist im Endeffekt eine App-Bar, wie das, was wir hier oben theoretisch mal hatten. Nicht so was Großes wie hier unten, also mit solchen Icons hier, sondern eher so gedacht wie das da oben. Aber die hat unten ein paar mehr interessante Punkte. Und zwar, man kann sich natürlich aussuchen, wo man die einzelnen Elemente platzieren möchte. Zunächst einmal sagen wir hier, wir wollen zum Beispiel ein Icon-Theme hier haben. Das heißt, wir haben als Kind, als Child ein Icon-Theme. Und dieses Icon-Theme können wir so customizen, wie wir das eben haben wollen. Das heißt, wir können hier alles anpassen und sagen hier zum Beispiel, indem wir Data, Icon-Theme-Data erstellen, Icon-Theme-Data, können wir hier die Farbe auswählen und Theme.off-Context, Color-Scheme. Punkt on Primary. Ja, das hatte ich euch bisher noch nicht gezeigt, ist mir aufgefallen. Das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ihr könnt natürlich hier die einzelnen Icons so haben, wie ihr das wollt. Und ihr habt ein eigenes Color Scheme festgelegt, einfach dadurch, dass ihr hier in eurer Material App die Primary Swatch gelegt habt. Ja? Und hier könnt ihr dann einfach sagen: Okay, das sind meine Primary Icons oder meine Primary Icon Farbe. Und die könnt ihr hier natürlich dann auch so benutzen. So, das heißt, wir haben hier erstmal das hier fertig. Und jetzt können wir hier natürlich noch weitere Child-Elemente, ups, Child-Elemente anlegen. So, wie sollen diese Child-Elemente aussehen? Nun, in unserem Fall wird das eine Row sein, weil wir ja mehrere Dings eben haben. Oh, ups, das ist im Falschen. Ich möchte natürlich nicht in der Icon-Theme-Data haben, sondern in meinem Icon-Theme an sich. Achtung hier, Icon-Theme-Data ist quasi wirklich nur, wie das Ding aussehen soll. Das gehört nur zum Menüpunkt Data, die haben keine Kind-Elemente oder sowas. Und Icon-Theme kann ein Kind haben, wo dann die Icons eben drin sind und die sind dann richtig angezeigt. Also Achtung, wo ihr das Ding immer reinpackt. So, und wir haben hier gesagt, wir wollen eine Row, dadurch, dass wir natürlich hier in unserer App-Bar unten nicht stapeln wollen, sondern eben alles in einer Zeile haben wollen, brauchen wir hier eine Zeile. Also erstellen wir uns hier eine Row. Okay, und ja, diese Row hat selbstverständlich mehrere Kinder. Und hier können wir jetzt tatsächlich die verschiedensten Icons reinpacken. Das heißt, wir sagen hier Icon, const Icon. Und was machen wir hier rein? Icons. Punkt. Was gibt es denn hier? Okay. Das wird mir irgendwie nicht richtig angezeigt. Wie wäre es denn, wenn wir einfach das Icons.menu nehmen? Icons.menu? Das ist seltsam. Nein, so soll das nicht sein.
Liegt natürlich daran, dass ich hier nur Child-Elemente definiert habe und keine Icons. Achtung, was wir jetzt hier machen, ist, wir definieren nicht einfach ein Icon, sondern wir definieren ein Icon-Button. Dieser Icon-Button lässt sich auch anklicken, deswegen hier auch dieses Icons oder Icon-Element hier mit dem Icon oder Icons.menu. Und ups, wir haben hier dieses onPressed, was auf einen Druck reagieren soll. Das müssen wir in den Icon-Button reinmachen. Das ist im Endeffekt ein Icon, auf das ihr draufklicken könnt. Das ist wunderbar eigentlich, super hilfreich, falls ihr das jemals braucht. Wie gesagt, ich zeige euch immer mal wieder verschiedenste Sachen und verschiedenste Arten und Weisen, wie ihr das reinkriegen könnt. Wenn ihr dann alles gesehen habt, solltet ihr einen groben Überblick haben über die allermeisten Funktionen, die man so benutzen kann. Okay, das bedeutet, wir haben hier eine OnPress-Funktion. Und die hat erstmal keinen Wert und tut irgendwas. Das heißt, ihr habt eine Funktion, die, sagen wir einfach mal, einen Print ausführt. Mit open menu here. Was ist denn heute los? So, sorry. Und im Endeffekt, was ihr dann hier machen würdet, ist, ihr öffnet eben das Menü. Wie zum Beispiel auch schon bei unserer normalen Navigation Bar gemacht. Das heißt, wir haben hier schon zum Beispiel den Drawer gehabt. Da könnt ihr das dann euch einfach abgucken. Ihr könnt natürlich auch einfach in die Settings reingehen oder sowas. Das ist auch kein Problem. All diese Dinge sind super. Okay, jetzt vielleicht ist es noch hilfreich, hier zum Beispiel sowas anzuzeigen wie ein Tooltip. Das könnt ihr auch machen. Ihr könnt generell mal STRG-Leertaste drücken, dann seht ihr hier immer, was ihr alles machen könnt. Wir machen jetzt hier mal noch einen Tooltip. Und der soll bitte was sein. Nun, einfach nur einen Text. Menü öffnen. Okay. Und was wir jetzt hier machen, ist einfach noch einen zweiten Button. Und der soll die Suche darstellen. Vielleicht Suche. So, icons.search. So, dann haben wir hier Open Search hier. Und was haben wir noch? Ich glaube, das passt erstmal. So, und den faszinierenden Teil haben wir ja noch gar nicht angefangen. Wir sollten vielleicht richtig neu starten. So, wir sehen hier, wir sehen rein gar nichts. Warum sehen wir rein gar nichts? Naja, wir haben einfach nur die Bottom-App-Bar genommen, aber haben hier gesagt, wir hätten ganz gerne die Icons mit der Primary Color. Wenn ich diesen Teil jetzt hier mal rausmache, mit der Icon Theme Data, dann schauen wir uns das Ganze mal an und wir sehen, okay, wir sehen, dass es nicht funktionieren würde. Schade. Okay, ich wollte euch eigentlich das Ganze zeigen, wie es ohne diese Icon-Daten aussehen würde, aber ja, das würde mir ein bisschen hier alles kaputt machen, weil wir eigentlich auch, ach egal. Ihr könnt gerne mal probieren, einfach die Icon-Theme-Data rauszulassen, beziehungsweise nicht alles übers Icon-Theme zu machen, sondern direkt eine Row zu nehmen. Problem an der Sache ist natürlich, dass diese App-Bar hier unten eigentlich keine Farbe hat erstmal, beziehungsweise erstmal nur weiß ist. Und unsere Icons sind hier auch weiß. Ja? Ihr seht hier, wenn ich hier draufklicke, sehen wir die Suche. Und hier sehen wir auch das Menü. Problem ist jetzt also, wir müssen unsere App-Bar noch ein kleines bisschen konfigurieren. Und das wollen wir machen. Und das ist halt auch das Besondere, was man mit der App-Bar machen kann. Denn man kann hier ja auch eigentlich einen Floating-Action-Button haben. Und dieser Floating-Action-Button, der kann halt auch in die App-Bar reinkommen. Also gerade in die Bottom-App-Bar kann der halt da reinhängen. Und deswegen gehen wir jetzt mal nochmal hier hoch und wollen uns hier tatsächlich nochmal mit unserer, wo sind wir? Hier, mit unserem Floating-Action-Button auseinandersetzen. Wir bauen uns hier mal einen Floating-Action-Button. Und zwar mit einem Floating-Action-Button. Und der soll bitte, wenn er gepresst wird, einfach nur ein Print ausgeben. Print FAB, was für Floating-Action-Button steht, okay? Gut, unser Child-Element beim Floating-Action-Button, das ist einfach nur ein Icon. Das heißt const Icon, ups. Icon von icons.add und anschließend gehen wir hierher und sagen, unsere Floating Action Button Location setzen wir jetzt mal. Und hier kommt es natürlich darauf an, wo ihr den haben wollt. Der kann an verschiedensten Orten sein und es gibt ein Enumeration, das euch das quasi angeben kann. Das heißt, wir sagen hier Floating Action Button Location Punkt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir alles machen können. Wir haben hier Centered Docked. Das heißt, er ist halt wirklich mitten in der Landschaft drin. Center Float, Center Top, End Docked, End Float, End Top und so weiter und so fort. Ihr könnt ihn haben halt, wo ihr wollt. Es gibt im Endeffekt, finde ich persönlich, das ist jetzt mein Geschmack, drei oder vier vernünftige Varianten. Einmal haben wir End Docked. Das wollen wir jetzt einmal ganz kurz uns angucken.
Da haben wir ihn da. Und ihr seht, er ragt halt über meine App-Bar rein. Da finde ich ihn eigentlich am besten. Wenn ihr eine etwas breitere App haben wollt, dann finde ich Center Docked eigentlich ganz angenehm. Sieht dann so aus, dass er eben hier in der Mitte ist. Und wenn ihr halt so eine Bottom-App-Bar habt, habt ihr die Möglichkeit auch noch zu sagen End Docked. Ja, ich hätte eigentlich einen Hot Reload machen können. Quatsch, das meine ich natürlich nicht. End Float meine ich natürlich. Enddocked hatten wir ja gerade. So, Enfloat, dann ist er quasi einfach oben drüber, über dieser App-Bar. Dann kommt ihr euch da nicht in die Quere. Das kann man machen. Es gibt aber noch eine andere geile Idee. Und zwar, also es gibt auch noch Center Float. Center Float, wobei ich den nicht so toll finde. Persönlich jetzt gesehen. Da ist er halt hier so mittendrin. Das ist meiner Meinung nach schon ein bisschen zu aufdringlich. Am liebsten mag ich ihn. Also gerade mit so einer App-Bar zusammen finde ich eigentlich persönlich Center Docked ziemlich angenehm. So, und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, hä, aber dann ragt er ja mitten auf meine App-Bar rein. Und dann sage ich, ja genau, und das macht es so besonders. Denn ihr könnt die App-Bar, die Bottom-App-Bar, diese My-App-Bar-Klasse hier, die wir hier erstellt haben, die könnt ihr noch ein kleines bisschen customizen. Und zwar, indem ihr hier eine Shape angebt. Und zwar packen wir uns hier einfach ein Circular Notched Rectangle rein. Und das sieht dann so aus. Und dann haben wir hier, ich weiß jetzt nicht, ob ihr es gerade so richtig schön sehen könnt. Und okay, ich hab natürlich immer noch vergessen, euch die Farbe hier zu ändern. Wir nehmen hier eine Color, sagen hier Theme.ofContext. Und unser Color Scheme kriegen wir da drüber. Und jetzt holen wir uns hier einfach unsere Secondary Color. Beziehungsweise wir sagen hier direkt die Secondary. Und damit haben wir hier eine blaue App-Bar. Und wir sehen hier, boom, es ist einfach quasi hier eine Notch drin. Und ja, es sieht ziemlich cool aus, finde ich. Also ich persönlich mag das so eigentlich am liebsten. Und ja, jetzt könnt ihr hier natürlich sagen, hey, wir machen hier die Suche, wir machen hier das Menü rein. Also hier quasi Open Search, Open Menu. Und das ist der FAB. Also ihr könnt hier überall draufklicken und das alles super benutzen. Und gerade in Kombination mit Tabs muss ich sagen, finde ich die untere App-Bar tatsächlich angenehmer als die obere App-Bar. So, jetzt habt ihr natürlich noch die Frage, wie zur Hölle kriege ich denn die Notch eigentlich, also dieses Ausgehöhlte von meinem FAB, eigentlich an die Seite? Dazu lasst uns doch einfach mal direkt hier den Button, also den Floating Action Button an Enddocked schieben. Und dann mal reingucken. Und ihr seht, was ich meine, oder? Ihr müsst hier nichts mehr ändern. Das heißt, diese Notch, die ihr hier reingepackt habt, hier oben bei der Shape, die Circular Notched Rectangle, die müsst ihr nicht mal mehr bearbeiten. Die ist automatisch schon drin. Das heißt, ihr könnt den Button hinschieben, wo ihr wollt. Er ist auf jeden Fall immer da, wo die Notch ist. So, ihr könnt den sogar nach links schieben. Achtung, das wäre dann. Oh je. Das benutze ich normalerweise nicht. Das wird sicher furchtbar aussehen. Start docked. So, und dann haben wir ihn auf der Seite. So, und ihr seht, warum ich den normalerweise nicht benutze. Wir haben hier einmal das Icon, das komplett überdeckt wird. Wir haben hier einmal diese Suchlupe, die hier komplett überdeckt wird. Das sieht einfach furchtbar aus. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Icons auf die andere Seite verschieben. Und das können wir hier auch in unsere Icons reinpacken. Wir sagen hier einfach Quatsch, if Center zum Beispiel, Center Docked von unserem, also Floating Action Button Punkt Center docked. Und hier wird es jetzt ein bisschen tricky. Jetzt müsste ich hier theoretisch eigentlich ein State Full Widget mir bauen und mir speichern, wo ich eigentlich meinen Floating Action Button reinschreibe. Das heißt, ich müsste es mir irgendwie, ja, ich müsste es mir quasi speichern. Ich kann mir hier natürlich einfach, also in dem Fall musste ich ja sowieso eintragen, wo mein Floating Action Button ist. Das heißt, eigentlich kann ich mir das If hier auch schenken und kann hier sagen, okay, wenn das Ding auf der linken Seite ist, also Start Docked in dem Fall, dann packe ich mir hier halt einfach einen Spacer rein und dadurch habe ich ein bisschen Platz. Ja, das bedeutet, ich mache hier einfach mal einen Spacer rein. So, machen Komma hinten dran. Und ja, dadurch, dass wir hier jetzt sowieso gesagt haben, wir sind hier bei Start Docked, brauchen wir den so oder so und dann sieht das so aus. Das heißt, ich fülle quasi hier auf und habe dann eben meine ganzen Sachen auf der linken Seite. Finde ich persönlich nicht ganz so geil, muss ich ehrlich zugeben. Meine persönliche Lieblingslösung ist diese hier. Wir packen hier erstmal das Menü auf die linke Seite, dann den Action-Button in Centered Docked und anschließend die Suchleiste auf die rechte Seite.
Und ja, das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil ja, das erwartet man hier und die Suchleiste erwartet man auch irgendwie auf der rechten Seite. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist das zumindest so, wobei ich die Suchleiste auch öfters mal oben vielleicht suchen würde. Haha, Wortwitz, suchen, suchen und so. Aber ja, das ist ganz grob das, wie ich das machen würde und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.